Wir haben einen Film heute hier bei uns, tatsächlich 4 Wochen vor Kinostart. Und nicht nur das, sondern auch noch den Regisseur und Hauptdarsteller hier. Bevor ich ihn nachher vorstelle, schon mal einen herzlichen Applaus. Bernd Michael Lade, toll, dass Sie hier sind. Ja, das Ganze wie immer in unserer Reihe, was tut sich im deutschen Film? Wie jeden Monat zeigen wir Ihnen ein herausragendes, aktuelles deutsches Kinowerk. Und das in dem Fall tatsächlich herausragend, weil es wurde so ein bisschen der Geheimtipp der Hofer Filmtage letztes Jahr. Ich war dort und plötzlich hieß es, ja, hast du schon das Geständnis gesehen? Und wer es noch nicht tat, der musste es dann noch sehen. Deswegen ist es umso schöner, dass wir es jetzt heute auch noch vor dem Kinostart eben sehen können. Das Ganze findet wie immer statt in Kooperation mit EPD Film. Das ist Deutschlands führende Fachzeitschrift zum Thema Film. Und wir freuen uns auch dann im Anschluss, wie immer, ein Werkstattgespräch zu haben, wo wir uns nochmal ganz intensiv mit diesem Film und dem Geschehen dahinter auseinandersetzen können. Ulrich Sonnenschein wird das Gespräch nachher führen. Sie kennen ihn vielleicht von HR2, dort ist er Redakteur und Moderator von Filmsendungen und er ist eben auch Autor von EPD Film und wird nachher das Gespräch mit Bernd Michael Lade führen. Ja, ich will gar nicht so viele Worte machen, denn wir haben ein großes Programm vor uns und wie immer gibt es einen Vorfilm statt Werbung, wer vielleicht das erste Mal da ist. Und dieser Vorfilm, der passt, finde ich, wie die Faust aufs Auge. Es ist ein Film aus dem Jahr 2008, hat zahlreiche Preise gewonnen, weltweit übrigens, und er trägt den Titel Die Klärung eines Sachverhalts. 20 Minuten lang. Ich wünsche Ihnen damit erstmal viel Vergnügen und dann stelle ich Ihnen Bernd Michael Lade vor. Viel Spaß. Und jetzt freue ich mich, Ihnen unseren Gast des heutigen Abends vorstellen zu dürfen. Er ist ein ganz wunderbarer Schauspieler. Sie alle kennen ihn als Teil des Kommissarduos Kain und Ehrlicher an der Seite von Peter Sodann. Anderthalb Jahrzehnte war er tatsächlich Tatortkommissar, eine richtig lange Zeit. Und auch im Kino hat er reüssiert. Zwei absolute Kultfilme hat er mitgespielt, die ich persönlich sehr mag, die ich Ihnen noch in dem Zusammenhang nennen möchte. Komm, süßer Tod, Wolfgang Murnberger, Karl Nichols, Detlef Buck, all da hat er mitgespielt. Dann kommt 1995 seine erste Regiearbeit, Rache. Und den Film, den Sie heute sehen, das ist sein vierter Film. Bitte begrüßen Sie Bernd Michael Lade. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Ja, ich freue mich über das Interesse für den Film Das Geständnis und wünsche Ihnen dabei viel Spaß, kann man das so sagen. Ja, auf jeden Fall. Ich wollte aber noch fragen, weil du hast mir vorher gesagt, zur Klärung eines Sachverhalts, da hast du auch ein persönliches Verhältnis zu. Ja, das hieß immer so, allerdings ist es nicht so abgelaufen. Es ging da nicht um Ausreiseantrag. So, ich habe alle 2 Wochen immer so Klärung eines Sachverhalts musste ich da zur Polizei. Und dann hat man immer da gesessen und sich unterhalten. Und er hat einfach so versucht, immer irgendwas rauszukriegen. Also so. Und das immer stetig und ständig. Allerdings ist das ja hier so ein Härtefall irgendwie. Das ist schon, ja, ist bestimmt passiert oft, ab und zu. Und jetzt hast du mit deinem aktuellen Film ja quasi die andere Seite porträtiert. Du zeigst sie uns, was jetzt in der Polizei passiert. Erzähl uns noch ein bisschen von Hof. In Hof lief das ja richtig spannend ab. Wie waren deine Erlebnisse mit diesem Film bei den Filmtagen letztes Jahr? Naja, ich war so erstaunt über das Interesse, dass es so voll war und dass auf einmal so eine DDR-Problematik auf einmal interessant wird. Und der ist ja nicht, ich habe den Film ja nicht für meine ehemaligen Landsleute gemacht. Der ist ja eigentlich für Leute, die im Westen gelebt haben, oder für die ist er eigentlich gemacht. Ja, weil ich fand immer, dass zwar versucht wurde, irgendwie immer das alles so darzustellen, aber dieser ständige Stock im Arsch, dieses gestellte Gerede überall, ob an der Schauspielschule oder auf dem Bau, im Bauwagen. Also ich kenne ja nun beides und so. Das ist einfach so, das wurde irgendwie nie so richtig beleuchtet. Also so Kernpunkt der Geschichte ist eigentlich, wir haben sie mal lauter, es gab diese ganzen Band-Badges damals immer und die waren bei uns halt verboten. Und da bin ich dann so über den Alexanderplatz und dann kamen dann zwei und haben mich mit auf die Wache und dann musste ich mir alle abnehmen und dann habe ich dann so mit dem wachhabenden
diskutiert und habe jeden Badge zurückbekommen, außer den von Nina Hagen. So irgendwie. Und da habe ich so gefragt, warum eigentlich kriege ich den denn nicht zurück und so. Und hinter ihm ging die ganze Zeit immer einer, so ein etwas älterer, die ganze Zeit und hörte immer so mit. So. Und der beantwortete mir dann die Frage, der Wachhamne, sie singt in einem Lied, da war hier, weiß nicht, My Way, glaube ich, die My Way-Version, wo sie da irgendwie singt, der Dreck muss weg, irgendwie die Mauer oder so. Und da sagte er, da singt sie eindeutig gegen die Mauer. Und da sagte der da hinten, der lauernde, tigernde, der antifaschistische Schutzwallgenosse, ja, so, hat er ihn so zurechtgerufen. Also, und, ja, und das ist so ein, das ist so sinnbildlich gewesen für dieses Miteinander umgehen ständig. Ich habe keine Ahnung, wie das im Westen mit dem BND und so war und so. Aber im Osten ist es halt wirklich gewesen, dass so ist der bei der Stasi, der. Oh, das darfst du nicht so laut sagen, der ist bei der Stasi. Und dann gab es halt Leute so, mit denen ich aufgewachsen bin, die haben halt fast alles gesagt, was sie so meinten. Irgendwie. Einige sind dafür weggekommen auch und andere haben es halt, konnten sich so durchschlawinern, dazu zähle ich halt. ja. Wir sind sehr gespannt auf den Film, den du uns jetzt präsentierst und danken dir auf jeden Fall auch und freuen uns auf das Gespräch nachher. Bernd Michael Lade, meine Damen und Herren, einen Applaus, Dankeschön. Den Platz. Da sind Sie alle wach. Schönen guten Abend. Ich freue mich, wenn Sie hier bleiben. Ich möchte heute Abend das Gespräch mal etwas anders anfangen, als ich das sonst gerne tue. Zwar nicht mit dem Film, den wir gerade gesehen haben, da kommen wir später zu, sondern ich möchte mit dem Bernd Michael Lade beginnen, den Sie alle kennen oder den überhaupt alle kennen, nämlich den Kommissar Kain aus dem Leipziger Tatort. 16 Jahre Kommissariat, wird man da selbst zum Kriminalen? Die haben mich ja in Dresdner Polizei, hat mich ja zum Ehrenkommissar gemacht. Sind ja so, bin ich nach Dresden gefahren und sind sie so im Stechschritt dann gekommen und haben mir Medaille alles umgehangen und dann, ja, klar. Naja, das ist ja dann nur ein Job, man ist ja nur Filmpolizist. Ist ja nicht so wie bei Hans-Jürgen Wusso, der die Schwarzwaldklinik gespielt hat und dann ganz viele Leute mal, bitte operieren Sie meine Frau und so. Es gibt Zuschauer, das kann man sich gar nicht vorstellen. Herr Erik Ode wurde auf der Straße auch als Kommissar angesprochen. Ich kann mir vorstellen, dass du auf der Straße auch mal als Kain angesprochen wurdest. Nee, das ist, wo ich wohne und wenn überall Herr Kommissar und so, das ist, ja, das ist normal. Ja, das ist normal, so, ja. Der Kommissar Kain hatte einen Unterschied, den ihn von allen anderen Tatortkommissaren unterschieden hat. Er hatte erstmal einen biblischen Nachnamen und dann keinen Vornamen. Wie kam das denn? Das ist eine der wenigen Ideen von mir, die sich da durchgesetzt haben. Irgendwie hat er wahrscheinlich von den verantwortlichen Ländern keiner so richtig das, weiß ich nicht, so viel Augenmerk darauf gelegt, weil normalerweise, es geht doch gar nicht, so eine Figur muss doch einen Vornamen haben, es geht doch gar nicht, dass der Vorname da immer fehlt. Wie entwickelt man... Hat man die Ironie eben gehört, oder? Also, lassen wir es mal da. Wie entwickelt man denn so eine Figur? Oder ist die vorgezeichnet und man schlüpft da rein, oder ist in diesem Kain ganz viel Bernd Michael Lade? Bei so einer Reihenfigur, wie die so genannt wird, weil Tatort eine Reihe ist, da nimmt man schon doch auch viel Privates. Es ist so eine Figur, die sich immer wieder wiederholt. Und es wird auch gar nicht so gemocht, oder damals in der Zeit, wo ich war, wurde das gar nicht so gemocht, dass man da irgendwie so viel spielt. Also dass man da tatsächlich eine richtige Figur so schafft. Diese Tatortfiguren und so meistens doch so 50% auch bei den Leuten angelegt, so sage ich jetzt einfach mal so. Ist eigentlich eine also von der Struktur her doch
eine Art der Darstellung oder der Ausübung für die Rolle ist es dann doch schon mit sehr viel privaten Einsatz irgendwie, glaube ich. Ja, anders würde ich das so nicht beschreiben. Man lebt da quasi schon auch mit der Figur. Ja, man hat immer nach, ist der eine Dreh zu Ende, kommt irgendwann der nächste. Und man weiß, die Figur bleibt da. Man muss aufpassen, also nicht wie dem Wennemann, der ging vor irgendwie so dann der Fahnder, der Fahnder. Man kann darüber ja auch irgendwie einen Spleen kriegen wahrscheinlich und denken, man ist was ganz Großes irgendwie oder der große Kommissar. Irgendwann war es dann zu Ende, da wurde das auch sehr plausibel erklärt, irgendwie das Kommissariat wurde geschlossen und dann mussten die halt gehen. War das eher ein Verlust oder eher eine Befreiung? Naja, für mich war es ein Verlust, weil ich lange danach irgendwie keine Arbeit hatte. Deswegen war das ein Verlust, deswegen, weil ich ja viele Kinder auch habe, die ich ernähren muss und dachte es eigentlich mit meiner Arbeit, die ich ganz gut gelernt habe, so zu tun zu können. Das ging aber nicht. Und das war in der Hinsicht ein Verlust. Was aber dann die ganzen anderen Dinge betrifft, die so, wenn man das jetzt mal sagt, die mit meinem Leben und so mit meinem künstlerischen Leben auch zu tun haben, so Musik und auch halt die Linie Regisseur zu sein. Ich habe ja auch Regie studiert. Ich bin ja eigentlich Regisseur, bin gar kein Schauspieler eigentlich. dass das jetzt wieder, ich habe wieder Boden gehabt, mich darum richtig zu kümmern, weil die Auslastung als Schauspieler nicht mehr da war. Also ist jedes Ende auch immer ein guter Anfang. Es ist immer hart, wenn man sowas 16 Jahre lang dann so auf einmal verliert. So Abschied ist ja immer irgendwie schwer, in jedweder Form. Das ist jetzt auch eine Weile her und so irgendwie. Ich habe das auch 16 Jahre gemacht, 45 dieser Filme da in Dresden und Leipzig. Vielleicht hat es auch gereicht. Vielleicht sagt das auch so ein bisschen was über den Ich hatte auch deutschen recht. Filmbetrieb aus. Wenn so ein Schauspieler gelabelt ist durch eine Serienfigur, dann ist er erstmal für viele andere Dinge tabu. Oder ist das eine Fehlwahrnehmung? Ich glaube nicht, dass das bei mir der Grund war. Das glaube ich nicht. Und das war auch bei mir nicht der Grund. Da gab es andere Gründe. Bloß, das ist, ja. Ich denke, dass es oft gesagt wird, dass es hier auch ist. Das ist hier nun mal so. Wenn man eine Serie spielt, hat man es sicher schwieriger, Serie oder Reihe, hat man es manchmal schwieriger, in bestimmte Kreise, die drehen, so reinzukommen als Schauspieler. Letztendlich ist es eigentlich nicht der Punkt. Ich glaube, das ist eine Frage des Marktes da oder was. Ich weiß nicht. Ich würde da kein Schema so reinsetzen. Wissen Sie, ich habe das auch, wenn man nämlich anfängt, wenn man sowas so lange gemacht hat und man fängt an, sich sowas als Schauspieler, wo ja ohnehin alles immer so subjektiv ist, und dann fängt man an, sich das so reinzuziehen für sein Leben, so einen komischen Tatort, also Entschuldigung, irgendwie, das ist dann eigentlich nicht. Ich bin ja gerne Schauspieler geworden und habe ja immer Tatort durch Schlüsselloch geguckt. Und wenn mir einer erzählt hätte, du wirst da mal Kommissar, dann hätte ich gesagt, du hast doch einen Schuss oder so. Bloß das ist nun passiert und ein großes Glück irgendwo für meine Träume oder so gewesen. Bloß alles ist ja irgendwann dann so mal vorbei. Und wenn man sich dann da. Ich habe Kollegen gesehen, die sind. Ja, die sind an Krebs verreckt und ich bin der Meinung, dass es deswegen passiert ist, weil sie sich so eine Rausschmisse zu hart rangenommen haben. Also so, oder so eine, wenn Figuren aufhören oder wenn der Sender halt meint, jetzt müssen wir das anders machen oder so. Das ist ja immer Senderentscheidungen, politischer Natur fast schon. Also. Ja, und das Auf jeden Fall danach. wird es ein Tatort-Team wie uns 16 Jahre lang oder sowas, glaube ich, wird es nicht mehr geben. Das wird es nicht mehr geben. Die Struktur ist vorbei. Also das hat man mit uns, glaube ich, zu Grabe getragen. Also dieses lange. Ich wünsche da dem Klaus-Jürg Behrendt und den beiden Münchnern, dass sie noch ganz, ganz lange machen. Das sind noch die Einzelnen, ist es so? Ich habe das jetzt so nicht verfolgt. Ich war Noch so Ulrike beschäftigt Volkers mit den noch. Kinos. Ja, das stimmt. Ja, es ist ja auch noch. Stimmt. Naja, gut.
Du hast ja fast so eine typische DDR-Ausbildung, also erst irgendwie mit den Händen als Baufacharbeiter und dann Schauspiel. War das sozusagen der Pflichtberuf, den der Staat dir untergeschoben hat, oder wolltest du erstmal handwerklich irgendwas machen? Ne, das ist einfach, ich weiß nicht, also wenn man in einer Gesellschaft lebt, ob nun als Outlaw, als Getreuer, als Punk oder sonst wie, ist eins klar. Man muss ja irgendwie gucken, was man dann so für einen Beruf lernt oder so. Finde ich schon. Also in so einer Gesellschaft, wie die strukturiert ist, ist eigentlich klar, dass man doch zusehen sollte, was macht man da. Und da waren wir Ostler alle doch letztendlich wirklich auch so gebildet, dass das in die Richtung hingebildet, dass wir das meistens wussten, dass ein Beruf nötig ist. Dient ja auch zum Gelderwerb. Naja, und dann gab es dann halt dieses Ding, bist du auch noch dümmer, Tiefbau nimmt dich immer. Und da bin ich mit meinem Kumpel dann auf dem letzten Drücker hin und so, mein Vater war auf dem Bau, hat da angefangen, habe ich mir so gesagt, na ja, dann mache ich es halt auch und wenn es so möglich ist, ja. Da auch sehr viel gelernt. Und wie kam denn der Sprung zu Ernst Busch, also zur Schauspielschule? Na, erstmal bin ich ja vom Baufacharbeiter zum Brunnenbauer noch geworden. Die Schauspieler, ich wollte immer schon Schauspieler werden. Schauspieler, Musiker, und ich wusste nicht, was Regie ist. Wusste ich nicht, also so früher in den Kinderträumen. Das habe ich da erst an der Schauspielschule so richtig mitgekriegt, was ein Regisseur ist. Und wollte das gleich werden. Und nicht deswegen, weil der da das Sagen hat, sondern weil der ganz vielen Leuten und Schauspielern helfen kann, ihren Job richtig gut zu machen. Das kann nur der Regisseur. Das heißt, vom Schauspieler dann zum Regisseur, das war sozusagen die logische Abfolge in dem Geschäft. Das war ja dann viele Jahre später erst das Studium zum Regisseur. Ja, wenn man so sagen. Witzigerweise hast du ja schon in der DDR in Polizeirufen mitgespielt. Da eher als Böser als Kommissar, aber da war irgendwie schon dieses serielle Prinzip, das war da schon so. Und auch der Polizeiruf ist ja der kleine Bruder des Tatort oder der große, ich weiß nicht so genau. Na, ist schon der kleine, ne? Ist schon der kleine Bruder. Und das wird es auch immer sein. Der Tatort ist schon, also in dem Format, wie er so mal so die ganzen Jahre durchlief und so, ist schon was außergewöhnlich Gutes, so glaube ich. Um das mal so zu sagen, also so allgemein. Das jetzt noch so ist, weiß ich nicht, steckt da jetzt nicht mehr so drin. In den frühen oder in den späten 80er Jahren, in den letzten Jahren der vor der Wende, wo auch dieser Film spielt, warst du Punk in Ost-Berlin. Das war nicht so einfach, oder? Ich muss immer sagen, das hört sich immer, wie sich immer anhört. Ja, was Punk, und das wäre, denke ich, an die Punks am Kotti und die ganzen und am Bahnhof und so. Das ist jetzt keine Wertung, aber das war bei uns im Osten sowas, war nicht. Da gab es keine Bettler auf der Straße, sowas gab es alles gar nicht. Und auch eigentlich keine Punks, oder? So sieht's aus. Und bei uns war das eher eine politische. Eine Mode, die so irgendwie denn so noch politisch genutzt wurde, sag ich mal, so politisch ist vielleicht auch aufmüpfig, Jugendliche, die versuchen mit Texten und irgendwelchen Schriftsätzen und all so Sachen irgendwie was an so zu machen. Freundin, die hier die Kostüme gemacht hat, zum Beispiel so bei unserem Film, hat, glaube ich, 2,5 Jahre im Knast gesessen, weil sie an die Mauer rangeschrieben hat, 30 Jahre Mauer, wir werden langsam sauer oder so ähnlich. Und dafür ist sie mal gleich einfach mal 2,5 Jahre oder so ins Gefängnis gekommen. Also. Und das war nicht so schön im Ostknast. Der war etwas härter als der Westknast. Aber diese Stimmung, die deine Figur hier, der Micha, vertritt, die ist im Prinzip auch die Stimmung, die du mitgebracht hast aus deiner Vergangenheit. Also deine Band hieß Planlos. In der DDR hat das eine ganz andere Bedeutung als bei uns. Das stimmt, ja. Ja, weil der Jahresplan, der 5-Jahresplan und der 10-Jahresplan, ja, der musste ja, das war ja immer, ja. Das muss man natürlich mal überlegen, wenn die im Fernsehen, wie kommen die darauf? Also, vorgestern habe ich wieder so gelacht, so als ich so nachgedacht habe, wie kommen die darauf, in der aktuellen Kamera wirklich eine halbe Stunde lang Mähdrescher und so zu zeigen. Also ich meine, ich bin wirklich, wie gesagt, ich habe vorhin schon erzählt, ich bin ein großer Anhänger der Permaculture-Bewegung und
Da finde ich es schon wichtig, wie geht man mit der Welt um und alles und so. Aber das, ja, war etwas übertrieben. Na gut. Auch so ein bisschen real fundiert eher. Naja, das ist eben alles auch erfunden und wer interessiert sich denn dafür dann noch, ob die Mähdrescher da so fahren? Weißt du? Ich meine, ist ja wichtig, wie die Nahrung erschaffen wird und so. Bloß das, also sowas zu denken, wir können die Leute damit bei Stange zu halten, mit so, das war, ist wirklich unfassbar. Ich musste neulich nur wieder so lachen, wie man wirklich so einen Fernsehredakteur dort, oder ich weiß gar nicht, wie es bei uns hieß, ich weiß es nicht, wie, ob bei uns auch Redakteure hießen, wie der sich einfallen lässt, wir lassen da jetzt mal eine halbe Stunde einen Mähdrescher durch die Gegend fahren. Das ist so herrlich. Na gut. Dieses Tatortformat zieht sich ja quer durch eure Familie. Deine Frau Maria Simon ist jetzt Olga Lansky, die Brandenburger Kommissarin. Ist das das Familienerbe, was so weitergegeben wird? Das ist einfach, das hat mit mir, glaube ich, gar nichts zu tun. Das ist einfach, dass sie so eine wirklich tolle Schauspielerin ist. Und der RBB hat gut daran getan, sie als Erste zu krallen dafür. Weil es einfach, ich weiß nicht, ist, glaube ich, gerade doch die beste Schauspielerin, die wir hier in Deutschland haben, oder? Gerade Na, so? das musst du jetzt sagen. Vielleicht, das ist ja, weil es meine Frau ist, denken einige, aber so einfach gestrickt bin ich ja nicht. Also ich kann dann schon unterscheiden, ob das gut gespielt ist oder nicht. Denke ich zumindest. Als du Carnegies mit Detlef Buck gemacht hast, war das ein ganz normales Casting oder wart ihr Freunde oder wie kam es dazu? Nee, wir waren keine Freunde. Ich wollte Regie studieren und habe gesagt, ich mache den Film nicht. Und dann ist Detlef irgendwie in die Regieschule und mit dem Produzenten hier, wie heißt, Boje. Und dann haben sie mich für ein Jahr rausgenommen, also rausgestellt, haben mit dem Rektor gesprochen und mit allen und haben gesagt, du kannst hier ein Jahr aussetzen und kannst nächstes Jahr anfangen und machst du dann den Film und so ist es dann gekommen. Ich meine, ich wäre stinkblöd gewesen, ne, wenn ich den nicht gemacht hätte, den Film. Allerdings musste ich dann nächstes Jahr wieder die Prüfung machen. Und so eine Prüfung hat es echt in sich an diesen Schulen. Die sind eigentlich gar nicht zu bestehen. Die sind gar nicht zu bestehen, die Prüfung. Und so, und aber irgendwie ging es dann doch. Krimi und Komödie, das sind so die beiden Seiten, die man findet, wenn man sich so deine Filmografie anguckt. Was ist dir lieber? Das, wenn du so fragst, das ist so. Also der größte Schauspieler ist ja der Komödiant. Und der größte Komödiant ist auch der größte Tragöde. Also, so ist es halt. Der tragischste Typ ist halt irgendwo auch der komischste. Das ist ja alles auch wirkliche Komik und das ist ja auch gespielt, gemacht. Die ist ja im Film, passiert ja eigentlich nicht zufällig oder realistisch. Ist ja alles gemacht. Deswegen verstehe ich in der letzten Zeit die ganzen Bestrebungen, so großen Realismus, so das geht ja gar nicht. Das Drehbuch ist geschrieben. Da ist ein Bild, eine Einstellung, dann stellen sich auch noch Schauspieler davor. Alles ausgedacht, wo ist da eigentlich Platz für Realismus? Und es kann natürlich sein, dass durch eine bestimmte Arbeitsweise sich ein Realismus herstellt oder so eine Art Grundgefühl, was dann realistisch wirkt. Ich halte nicht viel davon, von so Sachen, die nicht gespielt sind oder nur so eins zu eins, sondern so, ich finde, da muss immer mehr und so, aber gut, das führt jetzt wahrscheinlich zu weit. Du hast gesagt, das Ziel war, Regisseur zu werden. Dabei hast du tatsächlich ja erst drei Filme selbst inszenieren können. 1995 Rache, 2001 012 und jetzt das Geständnis. War da eben auch der Tatort im Weg? Na, im Weg nicht. Ich meine, das ist auch, wenn man so einen Tatort dreht, ist man auch ganz oft und lange immer damit beschäftigt, immer so. Das ist das Buch wieder, dann sind die Sachen, dann hat man wieder so Besprechungen, die alle zu nichts führen, weil ja alle nur das Beste wollen und so wie das halt ist. Und dann, was ich damit vielleicht so leicht andeuten wollte, ist, man gerät dann in so eine Mühle und wird vielleicht auch ein bisschen faul, wenn man nicht aufpasst. So, also so, so der Stein des Anstoßes. Und
Das geht bei mir dann immer bis zum gewissen Punkt und dann ist aber wirklich dann Schluss. Dann muss man ja auch losgehen und seine Ideen umsetzen, sonst holt einen ja der Gevatter und dann hat man gar nicht geschafft. So, irgendwann ist es ja sowieso soweit und dann fängt man irgendwann an zu arbeiten und sagt sich, wenn ich jetzt nicht beweise, dass ich ein Künstler bin, dann bin ich nur so ein blöder Schauspieler, der von Job zu Job bettelt. Was ja keine schöne Seite des Berufes ist. Das ist ja nicht so toll, als Schauspieler rumzuspringen. Schon gar nicht, wenn man keinen Namen hat, dann noch schärfer und so. Man muss ja immer sich alles erarbeiten. Ich rede gar nicht von erkämpfen. Man muss sich ja so den Respekt oder was da verarbeiten, da erarbeiten. Weil es ist ja, du bist ja als Schauspieler vor dem Film und musst ja alles auf Punkt spielen. Du bist ja ein Mensch, keine Maschine. Das heißt, du musst ja versuchen, menschliche Dinge herzustellen, die dann so, ich rede mal vom Idealfall, dass uns Schauspielern das oft nicht gelingt in unseren Filmen und so, dann das ist auf einem anderen Blatt. Aber das ist ja die Aufgabe erstmal, die Figur richtig authentisch zu spielen und dem Zuschauer zu servieren, dass er damit was anfangen kann. Und ja, naja, das ist eigentlich nicht so einfach. Man braucht auch immer einen Regisseur dazu. Es gibt ganz wenige Schauspieler in Deutschland, die wirklich allein arbeiten können. Also ganz wenige. Wie ist das dann, wenn man sich selber inszeniert, wie in diesem Fall? Nun, mal ist es so, da ist hier, habe ich heute mitgebracht, da ist da der Drehbuchautor und daneben sitzt der Produzent und da sitzt noch der Regisseur und hier sitzt der Hauptdarsteller. Da muss man raus, Dr. Jekyll, Mr. Hyde, ich weiß nicht irgendwie so, wie ich das mache, keine Ahnung, muss man raus. Das oder müssen bist du ja einer, die Zuschauer einer der Schauspieler, wie die Qualität die keinen Regisseur braucht? Das weiß ich nicht. Das würde ich damit nicht sagen, dass ich, nee, ich brauche auch einen Regisseur. Alle kochen immer nur mit Wasser. Das ist total wichtig zu erkennen, dass alle mit Wasser kochen. Und wer eine gute Idee hat, die fürs Bild gut ist, für diese Komprimierung der Informationen gut ist, dann kann man das so umsetzen und dann ist es auch gut. Überträgt sich denn diese Struktur dann ins Set, also du als Darsteller, als Micha in der Rolle und als Boss sozusagen, als Regisseur, drängt das die anderen so ein bisschen zurück? Ich glaube, dass zum größten Teil an meinen Sets, gerade jetzt, wo das so schön war, so wo praktisch das eine ganz eigene Produktion sozusagen war, wo ich die Verantwortung wirklich nur bei mir hatte. Gerade da, tja, ich bin jetzt ein bisschen abgekommen von der Frage. Sag mal die Frage nochmal, bitte. Das war nämlich so ein Punkt, da bin ich jetzt. Die Rolle des Regisseurs trägt ja, man ja mit rein. Ich glaube, dass ich, ja, ich habe dir jetzt verstanden, ich glaube, dass es so ist, als ob ich jeden so habe, so anfasse, so irgendwie. So. Ja, ich glaube, dass das kann so das Ziel sein, dass da so eine Art stattfindet. Man muss die ganze Zeit da sein, die ganze Zeit dran. Und auch die Schauspieler dürfen auch nicht ermüden. Die müssen die ganze Zeit in dieser Wachheit sein, dass sie das schaffen, so eine Texte in so einem Tempo und in so einer, wie ich finde, halt Haltung hin und her und mit so einer Kraft, die nicht runtergeht. Das ist nicht so einfach. Also einer schrie auf, das ist hier nah an der Leistungsgrenze. Ja, das ist eine Komposition, ist es eigentlich. Das Wort wird dann, das hört man wie Musik irgendwie. Und wenn da so ein falscher Ton, dann, tja, ich weiß nicht, wie man das so macht. So, das machen die Leute auch mit, Mann. Das Ding, was ja jetzt überhaupt völlig untergeht. Ja, hat das Drehbuch geschrieben, hat das und das. Wenn du die Leute nicht hast, die dir helfen, dann machst du keinen Film. Dann machst du überhaupt keinen Film. Wenn Leute nicht die Loyalität haben und dir zur Seite stehen und dich für dieses Spiel als den, ich sag's mal so, als den Captain da ansehen für diese Zeit,
Und das ist einfach das, was so ein Film und so eine Arbeit nach vorne bringt. Das kann niemals eine einzelne Person sein. Das Einzige, was ich nur gemacht habe, ist, ich habe gesagt, ich ergreife jetzt die Initiative. Zeig jetzt mal, wie man einen Film dreht, ohne irgendwas zu haben. Ihr habt ja nicht so wahnsinnig viel Zeit gehabt. 14 Tage in der Probebühne vom Maxim Gorki Theater. Habt ihr da quasi gecampt und von morgens bis abends gedreht? Oder wie stellt man sich das vor? Also meine Maxime ist immer so, beim Drehen sowieso schon immer so gewesen, dass man auch ans Team denken muss. Man muss sich das so vorstellen wie so eine Kompanie. Wenn du die den ganzen Tag nur schlauchst und immer schleifst und die ganzen Tag rennen lässt und sowas und so, dann sind die, wenn das Gefecht losgeht, dann sind sie fertig. Und genauso ist es mit so einem Team. Nach 3 Tagen, wenn dann schon der Fisch stinkt völlig und so, dann ist da kein Film zu machen. Das heißt, wichtig ist zu wissen, mit dem Kameramann und allen anderen Gewerken, was man will, dass man die Einstellung systematisch abdreht. Filmdrehen ist eigentlich ein rein technischer Vorgang. Und ja, dass man die systematisch abdreht und dann sich nicht verzettelt, das ist ganz wichtig. Einfach weiß, was man will. Und dann kann man in dem Rahmen bleiben und kann versuchen, halt dann Film zustande zu kriegen. Also eine Geschichte zu erzählen. Das ist ja auch das Wichtiger an der Sache. Hitchcock hat gesagt, Film entsteht im Schnitt. Das ist so ein Beispiel dafür, wo man das in jeder Szene sehen kann. Hattest du diese Schnittfolge schon beim Dreh im Kopf oder entsteht das dann tatsächlich sukzessive im Schneideraum? Also das ist meine Schwäche, ist total der Schnitt. Also ich habe von Schnitt überhaupt keine Ahnung. Ich kann nur sagen, dass ein Schnitt gut ist. Das kann ich sagen oder dass der irgendwie funktioniert. Ansonsten habe ich, wie man schneidet, ist auch eine Kunst für sich. Und ich habe so ein, was hat man vorher im Kopf? Man hat die Szenen im Kopf, den Schnitt. Ja, wer den im Kopf hat, der kann sich freuen, aber das würde ich auch gar nicht wollen. Ich muss sagen, das gibt so eine bestimmte Grundgeschichte, wie man das auflöst. Und da hat der Schnitt ohnehin, ja, also in eine bestimmte Richtung zu arbeiten, so irgendwie, wenn man den findet. Ich habe hier 3 Leute kennengelernt, die alle den Film nicht schneiden konnten. Allererste war eine Lehrerin und dann kam eine Studentin aus der Schule, was mich irgendwie sehr enttäuscht hat auch, dass der Schnitt, die Schnittgilde so eine Haltung entwickelt hat, das war früher irgendwie noch nicht. Wahrscheinlich deswegen, weil sie der Meinung sind, dass sie ganz vielen Regisseuren den Film immer aus dem Mist herausholen, also eben gut machen oder so. Ich weiß nicht, was da dran ist. Auf jeden Fall muss ich das kurz erzählen. Wir schnitten zu Hause so da bei der Kollegin und so und mit diesen Hausschuhen, das war alles so komisch und wir haben uns auch nicht richtig verstanden und der erste, ich setzte mich so hin, ganz stolz auf meine Muster. Ich meine, ich dachte so, wenn einer einen Schnitt sieht, der muss sich doch freuen eigentlich, denkt man dann so erst und dann merkt man auch, es ist nur ein kleiner Film, aber erst denkt man, wie der Regisseur in dem Film Living in Oblivion, wo er träumt von der Preisverleihung und er kriegt den Preis für den besten Film, den jemals ein menschliches Wesen gemacht hat. Und ich sage Ihnen, das an der Regieschule so, es wirklich, ich glaube nicht, dass es nicht stimmt. Fast jeder denkt bei seinem ersten beschissenen Kurzfilm, dass er den größten Film, den jemals ein menschliches Wesen, das ist so, diese Szene dort in dem Film ist so schön und was der da sagt, das trifft so zu für die ganzen Träume, die wir so haben, die so Filme machen und so. Ja, wo waren wir davor stehen geblieben? Da war noch was. Über den Schnitt. Ich komme aber jetzt auf was anderes. Was ich auch viel interessanter finde, ist ja, hier kommt wieder der Kommissar, aber der Kommissar ist eigentlich gar nicht wirklich wichtig. Was wichtig ist, ist die Parteisatire. Und da kommt sozusagen Komik und Kriminalistik zusammen. Und das gibt es nicht so oft. Wenn man versucht, die Fälle nachzuvollziehen, die da eigentlich nicht stattfinden dürfen und die in der DDR tabu waren, wo
dieser Konflikt bei den Polizisten aufscheint, vertuschen oder aufklären. Auch das, glaube ich, ist nur die zweite Linie. Die erste Linie ist tatsächlich die Parteisatire, oder? Sehe ich das nur aus der subjektiven Warte? Nee, das, was, worum es mir ganz doll ging in dem Film, ein Sittenbild der DDR zu erschaffen. Ja. Also so ein Bild, wie man sie von Zille sieht zum Beispiel. Zille, wie heißt es, Leben am Strand oder so. Ja, wo verschiedene soziale Momente und Richtungen gezeigt werden, um ein Bild zu schaffen, wie sah die DDR wirklich aus. Obwohl wir da nur so ein Zimmer haben. Das war das Ziel, dieses Sittenbild. Also einfach wirklich zu zeigen, wie war sie. Und wo, und komisch und absurd und satirisch wird es ja immer dann, wo es auch absurd war. Also ich meine, ich bin bei der Armee dabei gewesen, wie Rasen grün gespritzt wurde, weil der Regimentskommandeur wie mit einer Nagelschere, und diese Beklopptheit, die durchzieht sich ja durch alle Bereiche, mit einer Nagelschere der Rasen geschnitten wurde um die Kante, dass der Regimentskommandeur nicht, also ein vorauseilender Gehorsam, wenn der Regimentskommandeur gewusst hätte, der hätte die wahrscheinlich in Armeeknast gesperrt. Aber das ist halt so, und das ist dieser vorauseilende Gehorsam, das ist so ein Wort. Interessant ist ja, dass diese satirische Komponente Einzug hält bis in die ganz ernst gemeinten Figuren. Lach ruhig weiter, ich bin hier nicht, um Witze zu machen, sagt der lächerlichste Typ von allen. Also sozusagen gibt es diese Double-Bind-Situation. Ja, das stimmt, ja. So verging mir das immer in der DDR. Ich saß immer da und dachte, wie kannst du denn sowas sagen? Ich hab's auch noch gesagt. Ich meine, haben ja immer die Feinde gemacht dadurch. Ja. Oft habe ich es ja auch nicht gesagt. Aber das ist zu mir selbst auch nicht. Man hat sich ja selbst. Ich wollte mal aus Spaß meine Bewerbung an der Schauspielschule mitbringen. Ich, so der Punk, was ich da auf einmal geschrieben habe, auf einmal war ich in der FDJ. Ich war nie in der FDJ. Auf einmal war ich Mitglied der FDJ und alles sowas. Und das sind so Dinge, da wollte ich Schauspieler, wollte an diese Schule, auf Deivel komm raus. Und irgendwie, ich habe da nicht hier irgendwie, weiß ich was, aber es ist trotzdem lächerlich und man kann sehen, wie lächerlich, wo das schon losgeht, wo man anfängt, um etwas zu bekommen. Na, einfach da so ein Zeug zu erzählen. Also ich habe einfach nur so einen Standard, aber das war so, meine Mutter arbeitet im Betrieb für staatliche Plankommission. Zu meinem Vater, der im Knast war, also, habe ich keinen Kontakt. So nach dem Motto, ah, das werden Sie gut finden, dass ich mich von meinem Vater... Also so ein Scheiß, was man so als, so wenn man so aufgewachsen ist, so mit vorauseilen Gehorsam um sich herum und so, dann, das färbt ab. Ja, gut. Zu den Themen wollte ich mich einfach mal so verhalten. Mein Lieblingssatz ist übrigens, das ist doch Konzert, da ist doch kein Text dabei. Das ist mein Lieblingssatz. Oder warum hier, wo der sagt, warum hier nur aus dem Film muss man mehrere Male sehen, dann kriegt man überhaupt erst mit, was da alles wirklich ist. Das ist wirklich, das ist ja so, er sagt zu ihm, warum wir die nur aus Angst für Sozialismus sehen. Angst singen, also so, ich, so ähnlich habe ich das alles erlebt. Ich meine, es ist übertrieben. Ich habe ein bisschen mich genommen, als ob ich praktisch im reellen Leben dort der Oberleutnant Roth gewesen wäre, der wirkliche Oberleutnant Roth dürfte niemals sowas alles sagen. Das geht gar nicht. Aber anhand der Geschichten und so, und da ich ja nun auch Herr der Geschichte dann irgendwann war, konnte ich das halt so machen. Du hast vorhin gesagt, das ist ja kein Film für DDR-Bürger oder Ex-DDR-Bürger, nee, sondern für die, die es nicht kennengelernt haben. An einer Stelle allerdings, glaube ich, lachen die DDR-Bürger mehr als der Westen, wenn nämlich Helmut Preislers Gedicht »Keiner kommt durch, Genosse« deklamiert wird, am Tag oder eine Woche oder einen Monat, bevor die Mauer fällt, dieses grandiose Mauerverteidigungsgedicht, das ist doch eher für Insider, oder nicht? Naja, das ist so, als ich bei der Armee war, war das so, da habe ich das Ding gefunden und habe gesagt, ey, guck mal hier, und habe das aufgehangen im Zimmer.
Das konnte natürlich keiner verstehen, weil wer ist schon so blöde und schon lade, hängt hier so ein Ding auf und so, das war alles schon strange, aber keiner konnte was dagegen sagen. Und auch die Offiziere, die alle ganz wütend kamen und dieses Gedicht und so gelesen haben, das ist eine unheimlich... Warte, lesen Sie es bloß nicht, sonst verstehen Sie es noch, lade. Und so ist er. Aber das hing da, er kann ja nicht sagen, wir machen jetzt das Gedicht ab. das ist so witzig, alles so, wenn man dann so eine Situation, dann muss man sich vorstellen, da geht es richtig um Waffen und um Armee. Das war so die Zeit, also wir werden um ein Haar raus nach Polen gefahren. So, und in der Zeit muss man sich mit so einem Blödsinn, aber gut, das sind alles so vergangene Dinge. Ich wollte das mal so einbringen und das an so einer Polizeikommission. Und auch diese Art und Weise hat sich ja dann tatsächlich im glorreichen NDR so miteinander umzugehen weiter vollzogen. Also zu dem Peter Sodann und ich waren ja dann eigentlich so beim Sender, sag ich mal, so wie der Micha hier so ungefähr. Und das ist natürlich auch eine schöne Weiterentwicklung. Kommen wir dann, ich, der immer in den Westen wollte und den Osten eigentlich irgendwie wirklich nicht so gemocht hat, wenn man so will. Allerdings, als ich dann da die ganzen, den Beruf lernen konnte, ich kriegte langsam dann noch mit dem Älterwerden etwas andere Augen. Konnte man halt wirklich, dann konnte ich studieren. Das fängt ja auch an, dass man dann anfängt nachzudenken. Deswegen bin ich dann noch nicht in den Westen abgehauen, weil ich wusste, die anderen Leute, mit denen ich früher auf dem Bau war, die bezahlen das für mich, meine teure Ausbildung. Und deswegen habe ich es nicht gemacht. Ich hätte abhauen können. Mit dem Deutschen Theater war ich im Westen. Naja. Und ratzbatz, das wollte ich eigentlich sagen. Bist du ganz lange da mit Peter Sodann, der nun ja auf einmal den Osten ganz groß schiff, weil er das nicht abkann, dass jetzt nun das so abgestempelt wird. Und jetzt auf einmal bist du dann der letzte Ostmuikaner, wenn man nur, weil du da beim MDR den Tatort vollbracht hast. Das hat mich ein bisschen, das war eigentlich der Punkt, der mich am meisten so, wo ich mich im Osten immer für einen der internationalsten Typen überhaupt gehalten habe. Ich sag das mal so ganz aus der, so von der Leber weg und dann auf einmal hier der Oberostler sein sollte. Es hat mich ein bisschen gekränkt irgendwie. Gab es denn diese Hase-Wildschwein-Situation? Also gab es irgendwann ein Verhör oder eine Reihe von Verhören aufgrund von Gesinnungsäußerungen? Mit mir? Ja. Das ist auch manchmal auch in so einem, wie kann man das sagen, man konnte auch im Osten reden. Ich meine, ich mit den Leuten. Vorhin die Geschichte mit den Badges, mit der Nina Hagen-Plakette da. Die anderen habe ich ja alle zurückgekriegt. Ich meine, man hatte die Chance. Das ist mit dem Brecht. Da haben irgendwelche Reporter den mal gefragt, können sie denn überhaupt konform sein mit einem Staat, der, wie war das, der ihnen irgendwie das Stück verbietet oder so. Und da sagt er, irgendwie können Sie mir einen Staat zeigen, der sich mit jemandem hinsetzt und über das Stück überhaupt redet? Das war ein ganz schöner Satz damals, also vom Recht. Aber es gab diese Auseinandersetzung mit Stasi und Staatsgewalt und... Ja, aber ich habe das immer irgendwie lustig, ich habe das wie so ein Abenteuer gesehen. Ich meine, ich habe erst blöd geguckt, als dann ganz viele von uns wirklich im Knast landeten und ich meinen Einberufungsbefehl auf dem Tisch hatte und so, also für die Armee. Ich bin ja nur durch Glück nicht in den Knast gekommen. Nur deswegen, weil einer, unser Gitarrist, die Texte, bevor die Stasi den Proberaum gestürmt und ratzel, hat er sich hier runtergesteckt. Und die haben den da nicht untersucht. Manchmal ist es dann halt so blöd. Ihr blödeste Versteck finden die Nazis halt nicht. Also, wenn mal die Staatssicherheit nicht mit Nazis vergleichen, da ist schon ein riesengroßer Unterschied. Also in der Grundstruktur letztendlich. Die Grundstruktur und dieses vorauseilende Gehorsam-Gedenke und dieses, wenn es sein muss, auch gegen den eigenen Freund und sowas, nur um so, das ist schon ziemlich vertreten da bei diesen Leuten. Dieser Paradigmenwechsel, der am Ende angesprochen wird, wir sind jetzt keine Sozialisten mehr, wir sind jetzt Kommunisten, das ist auch Ladesatire, oder gab es das? Nee, das wurde schon so herausgefordert. Von uns, es wird jetzt nicht mehr als nur Sozialisten, man hört alle als Kommunisten gesprochen. Das ist doch eine Steigerung. Ja, klar.
klar. Nee, das ist, hat mir der Kurt, der C-Kurt, der hat mir das in meinem ganzen Interview da geliefert. C-Kurt, interessant, wer ist das? Ich habe versucht, den zu googeln, den gibt's nicht. Natürlich nicht, es ist ein Pseudonym, den er sich selber ausgesucht hat. Das ist ein Onkel, kein leiblicher Onkel. Er hat, als mein Vater damals im Knast war, immer meiner Ma auch kam, hat uns geholfen, ist in die Schule gegangen, weil für mich, weil meine Mutter hat es so nicht geschafft. Es gab ständig Schlägereien. Ist eben so, wenn man den Vater verliert, kommt halt beim Kind das Entfremdungssyndrom hoch. Und das ist ja seit 2001 aus Amerika erkannt, dass es ein richtiges Krankheitsbild ist. Und das hatte ich auch, habe mich nur geprügelt. Nicht immer gewonnen. Und da musste er mal hin und das klären. Und das, der war halt bei der Mordkommission. Er war 10 Jahre da. Morduntersuchungskommission. Morduntersuchungskommission, genau. Exakt. Und das war immer schon so mein Traum, so den, das so irgendwie zu verfilmen. Das war ganz anders. Das Buch war ja erst, ich musste ja, es war ja dann irgendwann, das, ich mache ein Kammerspiel, weil ich keine Chance gesehen habe, das irgendwie zu finanzieren und irgendeinen zu fragen. Das ist sehr schwierig. Und es ist eine große Bürde, zu irgendjemandem hinzugehen und dann zu hören, dein Drehbuch ist nicht gut und das hätten sie alles gesagt da. Und dann habe ich gesagt, dann streiche ich das alles raus. Der Film war natürlich ganz groß, viel größer angelegt, also und alles war richtig erzählt. Aber es braucht es ja eigentlich irgendwie gar nicht so richtig. Wir haben das heißt, das Kammerspiel war eine Notlösung? Auf keinen Fall eine Notlösung, weil es nachweislich so, dass auch mein erster Film, ich habe mich immer so, auch in der Schule, meine kleinen Kurzfilme sind fast alles Kammerspiele. Ich habe mich versucht, so darauf zu spezialisieren. Das hat auch den Grund gehabt, dass alle deutschen Filme, die international erfolgreich waren, sind Kammerspiele. Abwärts, Das Boot. Auch Jenseits von Afrika ist eigentlich ein Kammerspiel. Nee, nicht Jenseits von Afrika, der hieß, wie hieß denn der von Caroline? Irgendwo in Afrika. Das ist eigentlich auch ein Kammerspiel. Das spielt nur im Freien. Ja, wie definiert man das, ist halt die Frage. Wie seziert man die Einstellung? Ne? Und wenn ein Gesicht eine Einstellung ist, dann kann man das immer weiter sezieren. Da geht es dann so. Naja. Das war nicht eine Notlösung, aber das erste Buch sollte ganz groß sein. Das hat auch ein anderer geschrieben. Das war aber so, war jemand aus dem Westen und halt, aber das war einfach hanebüchen. Das war überhaupt nicht gut. Die saßen da rum und haben irgendwie so Sachen gesagt wie Computer? Also so, und da habe ich gedacht, okay, alles klar, die sind strohdoof. Aber so diese Polizei in der DDR da und so, die waren schon gut fachlich. Also das mit den Mitteln, was die da alles aufgeklärt haben und so, ist schon wirklich, also wenn man nur dieses Arbeitsfeld sieht, gar nicht so schlecht gewesen. Und dieses Licht, diese fast sepia-braune Struktur des Films, der dann absichtsvoll in einzelnen Szenen ausbricht und plötzlich stahlhart wird, blau, aber an sich eigentlich in so ein Braun getaucht ist, das ist, also, ist das DDR? Na, ich wollte das ein bisschen anders. Ich habe zum Kameramann Folgendes gesagt am Anfang. Und das ist nämlich total schön und deswegen seit gestern, ich habe gestern wirklich richtig geheult vor Freude, weil hat tatsächlich eine Kritikerin, die hat wirklich geschrieben, es ist, als würde die schwarze Serie wieder auferstehen in der Wendezeit und so. Und da habe ich gesagt, die hat das voll verstanden, was für ein glücklicher Filmemacher bin ich. Und zwar habe ich zu ihm gesagt, das muss irgendwie aussehen wie Chicago Police Ding, aber irgendwas stimmt nicht. Jalousienlicht irgendwie, das stimmt aber alles irgendwie nicht. Also so, ja, und ich fand, dass es nach der Kritik gestern, als ich das gelesen habe, kann ich sagen, dass uns das so gelungen ist. Wir wollten schon richtig gutes Licht machen, so diesen kargen Raum. Ne? Und wichtig war halt diese Jalousienlicht, die Hüte, so wie die so, ja. Irgendwas sollte da nicht stimmen. Ja, es stimmt auch vieles nicht, natürlich. Ja, genau. Das Geständnis selbst ist eigentlich gar nicht so wichtig, ne, obwohl es den Titel ausmacht.
Umfasst eigentlich so das ganze Ding, meine Haltung, die Haltung der Leute, das, worum es geht, gestehen ja immer alle und so, also so, das ist eigentlich in jeder Phase dort in dem Film so, also ist eigentlich gesteht irgendjemand was, also so. Am Ende wechseln die Zeiten und das Honecker-Porträt verschwindet und hinterlässt einen braunen Rand. Der braune Rand verschwindet dann in der Whiskyflasche. Das ist alles. Wir werden sehen. Wir werden sehen, was alles noch so auf uns zukommt. Wir können wählen zwischen bürgerkriegsähnlichen Zuständen und anderen Dingen. Ich meine, wir wissen ja, was so abgeht gerade. Gab es eigentlich einen Moment der Erfahrung, die man nur in der DDR machen konnte, die eindeutig positiv war? Bestimmt viele. Das ist die Frage, das ist eine richtige Überfallfrage, finde ich. Sorry. Man sollte ja keine Fragen werden, aber die ist richtig wie hinter der Tür mit dem Schwert stehen. Okay. Steht hier als meine letzte Frage. Jetzt muss ich mal wie in der Schule. Da war nämlich immer mein Ding. Können Sie bitte die Frage nochmal wiederholen? Da war ich krank, So, als das drankam. sagen wir nochmal, nee, das konnte ich nicht sagen, weil ich nicht krank war, aber können Sie, oder? Ein Moment der Erinnerung, was positiv war. Also Erfahrungen, die man nur in der DDR machen konnte, positive Erfahrungen. Nicht Stasi, nicht Parteigelaber, nicht die ganzen Bedrängnisse, sondern ja. Ganz viele, also ich meine, vielleicht kommt es trotzdem raus, der trotz der Zusammenhalt hier, der hier trotzdem ist. Ich bin für Gerd. Ich bin auch nicht gegen Gerd. Genau so. Genau, ja, das ist. Und trotzdem am Ende, wenn es dann darauf losgeht, dann halten die ja irgendwie doch zusammen, weil da geht es um die Arbeit und darum, Morde aufzuklären, den Beruf zu lieben und alles, was da so ist. Ich meine, die Polizeitruppe ist ja nur so ein schönes Beispiel. Der Krimi an sich dient ja ohnehin immer so gut dafür, immer soziale Geschichten zu erzählen. Und das finde ich so schön. Ich finde wichtig, soziale Geschichten zu erzählen. Ja. Uns den Spiegel vorhalten und auch mal ein paar Vorbilder zeigen und also und vielleicht Vorbilder schaffen auch. Das Ding ist immer am Deutschen, wir deutschen Filmer so irgendwie, wir haben in unseren Stoffen immer so wenig Vorbilder so. Finde ich. Irgendwie, aber vielleicht liegt es auch an meinem Desinteresse dann, also keine Ahnung, ich weiß nicht. Wenn Sie wollen, können Sie jetzt noch eigene Fragen loswerden. Genau, geben Sie mir ein Zeichen und Sie kriegen das Mikro. Ja, ich habe wirklich eine für mich ganz wichtige Frage. Als der Film losging, dachte ich, das gibt es ja überhaupt nicht. Ein Mann nach dem anderen erschien im Vorspann. Ein Film ohne Frauen. Als ich das gesehen habe, habe ich das verstanden. Aber meine Frage, die habe ich jetzt erst richtig. War die DDR ein Männerland? Ich habe ja immer erlebt, dass überall in allen Institutionen die Stellvertretungen eine Frau war. Wie war das denn? Gab es die nicht? Wie haben Sie das erlebt? Na, ich Hier, habe erlebt, in dass Ihrem, in Betrieben, ach so, hier in der Bundesrepublik? nein, um Gottes Willen, in der DDR, dass es zum Selbstverständnis gehörte, dass in den Betrieben die stellvertretende Leitung eine Frau war. Die Frau war in der DDR emanzipiert. Verstehen Sie, was ich damit sagen will? Sie war die Emanzipation. Das war keine Emanzipation der Frau, das war eine Emanzipation. Verstehen Sie, was ich meine? Naja, aber auch die Frau ist ganz eindeutig in der DDR ganz klar das schwache Geschlecht gewesen. Und ich sehe das so, schmerbäuchige Typen mit Sandalen und Socken und Parteiabzeichen haben dann so, na Mädchen, so und so. Verstehen Sie, das ist so eine ganz komische Kultur, die da aufgekommen ist. Die mochte ich gar nicht. Und der Stand der Frau, Lehrerin gab es ganz viele, viel mehr als Lehrer, Kindergärtnerin. Aber so bei den Strukturen, wo es wirklich hart
also wirklich hart wurde, wie hier so Mord aufschlitzen da und so hier, was da passiert ist. Ich hatte ihn, glaube ich, richtig ein paar Mal gefragt. Und da gab es ab und zu mal so eine Frau. Alleine der Polizeiruf, wann ist da die erste Frau dazu gekommen? Die Sigrid Göhler hieß sie, glaube ich, die Kollegin. Und die ist ja auch erst später so dazu gekommen. Das war schon so ein bisschen verordnete Emanzipation. Aber da, wo sie auch hingehört. So ein bisschen. Und dann gab es immer so Frauen, die sehr stark waren, wie, weiß ich nicht, ganz schlimm hier Hilde Benjamin, diese Richterin, die da alle unter den Galgen bringt und so. Oder hier die, oder eben Gisela Oechelhäuser, die berühmte Kabarettistin da, die dann irgendwie über so eine komische Stasi-Affäre gestolpert ist. Das waren außergewöhnlich starke Frauen. Gab es bei den Stasi-Frauen? Bestimmt, bestimmt, ja, bestimmt. Das weiß ich. Ich weiß gar nicht, wie die Stasi so wirklich, wie das so wirklich strukturiert war. Ich kenne die nur mit ihren Beuteln und Mikrofonen da und so. Und da müsste man sich richtig informieren, weil es gab ja eine richtige Struktur, ist ja ein richtiger Geheimdienst und mit richtigen Sachen da, die dann immer so in Autos gesessen haben und Leute beobachtet haben. Das weiß ich gar nicht. Bestimmt gab es lauter, na, alleine schon die inoffiziellen Mitarbeiter, die, das ist ja auch, sind ja auch Mitglieder. Sind ja auch Mitglieder. Vielleicht daran anschließend eine Frage, die Reihe heißt, was tut sich im deutschen Film? Und die Frage stelle ich dann auch immer ganz gerne, aber vielleicht jetzt diesmal mit dem Fokus, Sie gucken ganz viel auf die Schauspieler, auf die Schauspielerkollegen, haben eine klare Haltung dazu. Was tut sich denn im deutschen Film in Sachen Schauspielern? Tja, hier, das Geständnis. Die sagen doch alle, die seien so toll. Jetzt müsste man mal entschlüsseln, warum sind die so toll. Wenn sich was im deutschen Film tut, dann muss man auch was tun und muss Fragen irgendwie stellen. Warum ist es da? Warum bricht es da auseinander? Warum funktioniert es nicht? Welche Richtungen werden da versucht zusammenzumischen, das wird ja ohnehin gerade so in allen Bereichen gemacht. Da werden Sachen aufeinander gehetzt, die gar nicht passen. Das ist ganz viel gerade heute, so ein Merkmal der Zeit. So nach dem Motto, na, die müssen sich schon irgendwie, so wie die Spinnen. Ich habe zu Hause so einen Stab und da habe ich mir so einen Becher rangemacht mit Tape und wenn oben dann an der Decke so Spinnen sind, dann fange ich die immer so und dann schmeiße ich die raus und manchmal zwei oder drei und dann gucke ich so rein und denke, was machen die gerade, wenn ich die da so aufeinander hält, schmeiße ich auch gleich weg. Aber das ist so ein bisschen so die Frage, so was das deswegen ist so. Deswegen Kammerspiel. Willkürlich so. Und die Kammerspiel ist schon die hohe Kunst der Filmkunst, weil du so wenig Möglichkeiten hast. Und ich bin großer Sidney Lumet-Fan auch, der mit den 12 Geschworenen das gemacht hat. Und ich fand auch total interessant, ich habe den noch nicht gesehen, diesen Winterwestern, die, wie hieß denn der in Deutsch? The Hateful Eight. The Hateful Eight, ja genau. Und da fand ich interessant, wie er immer gesagt hat, ich sperre sie in diesen Raum und so. Und das habe ich letztendlich auch gemacht, also wenn man so will. Ich glaube, dass fließt da ein bisschen weniger Blut. Ich glaube, naja, es kann sein, es ist auf jeden Fall so. Das habe ich auch. Ich wollte mal ganz bewusst einen Film machen, wo nicht ein Foto-Insert. Ich hätte das ja machen können. Eine Frau liegt aufgeschlitzt und Foto und alles. Bloß ist viel interessanter, das zu sagen auch mal und weil an der Filmhochschule habe ich halt gelernt, Dialog ist auch Handlung. Und eigentlich ist man immer bestrebt im Film eine filmische Lösung zu finden und keine, die irgendwie durch verbale Kommunikation die Lösung bringt. Das heißt, man zeigt gerne alles immer filmisch. Wie kann ich das erklären am besten? Also wir sehen, wie ich mein Handy verliere in der einen Sache und das ist filmisch, indem man sieht, oh, der hat sein Handy der steigt ins Taxi, hat es vergessen so. Und jetzt hat er es nicht mehr. Das ist filmisch, man sieht, wie er es verliert. Aber dann zu sagen, oh, ich habe mein Handy verloren, das ist halt mit Text.
Und das ist so die unfilmischere Variante, sage ich mal. Aber wir haben an der Schule gelernt, Dialog ist auch Handlung. Und da habe ich mir gesagt, okay, dann machen wir mal nur Dialog. Und ich mag das ja auch. Also wenn so kluge Sätze, die gut geschrieben sind, da und so, wenn das so, das meine ich jetzt nicht mit meinem Film, also das müssen ja die Zuschauer und Leute entscheiden, aber wenn ein Film mit wirklich guten und Sachen und so mit über Dingen so beseelt ist, die über das hinausgehen und so, dann finde ich das immer ganz großartig und sehr reizvoll auch für Film, für Kammerspiel, wo eben viel gequatscht wird. Und wenn die Leute gut sind und man ist dran und der Faden wird wirklich gesponnen, dann bleibt man dran. Ich liebe Gerichtsfilme zum Beispiel auch. Ja, gerade eben fiel das Stichwort, das ist ein Film, der noch gar nicht ins Kino gekommen ist. Das heißt, auch wenn Sie keine Frage haben, können Sie auch gerne sagen, wie es Ihnen gefallen hat. Das ist, glaube ich, auch ganz spannend für ihn. Also wenn Sie noch eine Anmerkung haben, dann können Sie mir ein Zeichen geben. Aber ich will es auch nicht erzwingen. An dieser Stelle sage ich dann, ansonsten, wir können draußen noch weiter mit ihm sprechen. Ganz herzlichen Dank, Bernd-Michael Lade. Vielen Dank für das Interesse. Für diesen wunderbaren Film und viel Erfolg. Vielen Dank. Danke auch, Uli Sandschein. Und ganz wichtig, merken Sie sich bitte den Kinostarttermin vor 15.09. wird er ins Kino kommen. Sagen Sie es unbedingt weiter, denn das erste Wochenende, wissen wir, ist das Wichtigste, damit er dann auch möglichst lange noch weiter im Kino bleibt. Und das wollen wir mit Erster Stelle. Das wäre so schön. Auf jeden Fall. Und diese Reihe geht weiter, interessanterweise auch mit einer Schauspielerin, die Regie führt. Nicolette Krebitz wird als Nächste zu uns kommen am 6. September und wird den Film Wild bei uns präsentieren, der in Sundance lief. Ich wünsche Ihnen... Ja, das freut uns. Ich denke, eine schöne Kombination. Ihnen einen guten Nachhauseweg und bis hoffentlich bald wieder. Tschüss.